Willkommen zurück zu Prey. Ich bin euer Firobo und wir gehen jetzt mal hier weiter. Wir gucken uns mal hier in der Cafeteria um, denn hier ist auch noch die eine Mist, die wir nicht getötet haben, sondern geglut haben. Verwenden F. Wie kann ich das Ding jetzt? Was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist einfach sein Kopf geplatzt und macht er Blub raus. Okay. Da irgendwo hockt sie. Ach, da haben wir den Telepaten. Okay, alles klar. Kann ich schon nochmal scannen, ne? Scan abgeschlossen. So. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Nicht gut, aber. Ich schau da lieber ein paar Kugeln rein. Okay, dann muss ich die anderen vielleicht mit besser gluen. Dann gluen wir die halt. Dann seid ihr, die könnt ihr wenigstens nicht töten. Mein Kopf! Es hört nicht auf, über sie zu reden! Okay, der Telepath hat aber echt viel Leben. Aber. So, Junge, alles gut. So, müssen wir eigentlich. Das sind Puppen. Bomben. Nee. Ihr Herr ist in der Nähe. Töten Sie die Bestie, die Puppen oder beide, bevor Sie getötet werden. Wenn keine Puppen mehr da sind, vielleicht. Sprich mit den Überlebenden in der Küche. Okay. Welchen Überlebenden? Ich bin erstmal froh, wir haben es geschafft. Wir haben doch einige Überlebende gehabt jetzt hier. Finde ich gut, wir können dich trotzdem noch looten. Wunderbar. Ein bisschen angeschlagen. Hm, egal. Bei wie viel Leiche. Oh, der ist tot. Bei wie viele Leute. Ich glaube, wir kommen auch. Das wurde. Hat wohl der Tisch deinen Kopf zermatscht. Würde ich das vermuten. Oder mit der Erde. Quatsch. Wow, okay, gut. Also, dich hatten wir schon, Lisa. Dich hatten wir auch schon. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ich habe zum Glück einige gerettet. Ah, du bist auch tot. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ich war mir echt. Mir war es jetzt auch irgendwie wichtig, dass wir die Überlebenden hier saven. Auch wenn sein Kopf anscheinend gerade geplatzt ist, weil er die Treppe gefallen ist. Weil der war gerade noch am Leben gewesen, das weiß ich. Das müsste hier eigentlich auch noch der eine sein, den ich geglut habe. Genau. Hm. Gut. Bin ich echt mal gespannt, was wir jetzt hier alles finden. Gehen wir erstmal nach oben, gehen erstmal nach oben kommen. Oben scheint es nicht weiter zu gehen, deswegen. Warte mal, ist hier vielleicht ein Schacht? Ne, aber eine Mülltonne. Können wir uns noch entleeren. Manche überleben, manche nicht, oder wie? Soll ich das jetzt verstehen mit dem Telepathie-Zeug? Ja, ich habe versucht, sie zu retten. Mehr kann ich auch nicht machen. Ich versuche, als Mensch zu spielen und als guter Mensch. So, nehmen wir mal mit hier. Nehmen wir mal mit. Ja gut, Leichen plündern ist jetzt auch nicht so das Wahre, aber hey, sie brauchen sie mehr und ich muss ja für das Überleben der Menschheit kämpfen. Von daher ist es, glaube ich, ganz okay, dass wir ein paar Leichen looten. Boah, wenn ich die alle getötet hätte, haben müsste, boah. Wie viel Blut hier einfach liegt und dann einfach keine Leichen, sind doch irgendwie komisch. Wow. Oh, das ist der Koch. Skill. Ja. Anzug. Was steht da auf dem Schild? You? Hm? M-U? Ja. M-U. Sie töten die Bestie selbst. Hm. Wenn Sie reinkommen wollen, sicher sein wollen, dann gehen Sie etwas für mich holen, ja? Und was? Hier, der Schlüssel. Für mein Zimmer. Gehen Sie. Holen Sie meinen Preis. Er ist mir wichtig.
Dein Kochpreis oder was? Dann reden wir vielleicht. Ciao, okay. Oh Mann. Hier ist so viel Blut, aber wir sollen ihn nicht leichen, das ist komisch. Weil, okay, wir haben einen Koch kennengelernt und wir haben schon den Teleporten gekillt hier. Na, ja, bis auf. Oder hier in dem Bereich? Doch hier. Wer hat dich denn jetzt kontrolliert? Aua. Jetzt werden die Menschen schon als Bomben eingesetzt. WTF. Heilen. Danke. Kann ich hier vielleicht auch mal. Übrigens, was cool ist, wenn man das Waffenrad benutzt und mehrere Fähigkeiten hat, dann wird das hier so zu einer Spirale. Das ist mega cool. By the way. Okay, ich muss meine Rüstung mal wiederherstellen hier. Ach, ich drücke mal das Falsche. Zack, 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 so. Sortieren wir ein bisschen. Boah, ist es überhaupt nicht sortiert? So, okay, das sieht schon besser aus. Brauchen wir was zu futtern? Nein, brauchen wir nicht. Gut, hier haben wir es gelootet. Du bist tot. Sie hörten nein! Nicht näher kommen! Also muss ich sie, soll ich sie jetzt ernsthaft töten? Wow. Muss ich jetzt ernsthaft also Menschen töten? Ich bin extra so und töte sie nicht und dann, ja, kommt das Spiel an. Du musst sie töten. Du hast keine andere Wahl. Das ist mega unfair. Mega, mega unfair. Ich verweigere den Dienst, so. Haben wir noch was sonst irgendwas? Nein. Wir haben aber schön viel Material. Das ist schon mal was Positives. Vielleicht werden wir für ein paar Neuromods dann herstellen oder so. Aber erstmal Munition, glaube ich. Ja, Munition brauchen wir auf jeden Fall welche. Oder? Munition ist wohl sehr wichtig. Treppenhaus, die wollen wir noch nicht. Aber da ist nichts, okay. Mehrere Ziele und hier müssen wir noch. Kochquartier ist da, da ist das, okay. Keine Sorge wegen Strom. Flackern. Die Station hat nur Schmerzen. Gehen Sie weiter. Wie? Okay, die Pflanzen haben wieder schockend. Shiran? Meine Stimme klingt so vertraut. Wer bist du? Okay, ein bisschen Tausch schon mal freigeräumt. So, was haben wir hier? Ach, hier komme ich so in das Zimmer rein, okay. Hallo? Okay, die hatte ganz schön viele Waffen. War das irgendwie die Sicherheitschefin hier? Oder so? Auch noch ein. Okay, gut. Passwort nicht gefunden, aber wir können es reinhacken. X. So, aber. Ganz ruhig. Und, nein, das war falsch. Ich will X. So, jetzt habe ich es aber, mein Gott. So, was haben wir denn hier? Daten. Daten übertragen. Und was haben wir jetzt bekommen? Wir haben Buff-Upgrades. Okay, irgendwie haben wir nichts bekommen oder so, weiß ich nicht. Brauchen Sicherheitsteam. Hier ist etwas auf der Station. Okay. Fehlende Schlüsselkarte. Üppige Kennzeichen und das haben wir hier. Bla bla bla. Okay. Aber ich tue jedes Mal dieses Ding machen. So. Ist das etwa böse hier? Oh. Hallo? Du? Böses Vieh? Guck mal, jetzt ist es nicht mehr gestromt hier. Jetzt kommt das Vieh wieder, oder was? Scan abgeschlossen. Okay.
Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Warte mal. Cycling Lado, kann ich dir nicht reinwerfen? Okay, warte, Hilfe. Ich will nicht recyceln. Recycling. Aua. Ja, ich hab recycelt bekommen, nice. Recycling-Granaten, wuhu. Sehr schön. So wollte ich das haben eigentlich. So, kann noch irgendwo hier rein? Ist hier vielleicht auch noch ein Schacht? So grob gefragt. Ne, schade. Können wir hier rein? Ah, hier kommen wir rein. Oh ja, hallo. Müssen wir hier einen dicken Wälzer lesen? Ist hier irgendwie was? Ein Schrank oder so? Nee, nee, nee. Besteck wollte ich nicht mitnehmen. Dunkel. Einfach mal schauen, ob hier irgendwie. Ach, oh, guck mal, Munition, nice. Was haben wir hier? Den Tresorcode haben wir nicht. Warte, da war irgendwas, oder? Nein, war nicht, schade. Na gut, dann gehen wir hier raus. Da waren wir drin. Können wir das entriegeln? Können wir. Nice. Können die alles entriegeln? Was haben die denn alles hier drin? Kann ich das mitnehmen? Bäh. Hier, nimm mal ein bisschen Alien-Hören mit. Oder Alien-Herz. Njam, njam, njam. Geile Matiko. Ist das denn hier eine Shisha? Stört sich nicht. Okay, was ist das hier? Zack. Mann, ich setze jedes Mal die Scheiße an, sorry. Was haben wir mal? Psi-Fabrikator, okay. Ja, dann können wir Petrischall. Was ist das hier für ein Alien? Haufen hier. Was ist das denn? Ah, nochmal ein Köder. Nice. Wenigstens etwas Gutes. Du nimmst ein paar Schuhe. Ich bin übrigens, dass wir am Ende jetzt hier nochmal so ein Viehhorst. Hör mich, was hat das mit diesen Türen auf sich, ey? Wie kommen wir da durch? Das wüsste ich genau. Was ist das denn hier? Stifte! Ach man. Was haben wir hier? Eine Akte. Natürlich, von dem wir was bekommen. Oh. Narumat. Chipsätze. Nice. Ist hier irgendwie was? Kann ich das Bett hochheben? Ne, nur die Kisten. Können wir uns hier kann auch reinhacken? Fehler, okay. So, so. Ja, natürlich. Ah, come on. C. Und F. Geschafft. Nice. So, was haben wir hier? Daten. Zielfabrikatorplan, okay. Übertragen wir mal. Den haben wir, glaube ich, aber schon fünfmal jetzt inzwischen bekommen, oder? Treffen, bla bla bla. Okay, nichts da. Ich wollte schon wieder rausgehen. Okay, gut. Hallo, böses Alien. Ist hier ein böses Alien? Okay, wir haben Mineral bekommen. Schon wieder Toiletten. Ich will nicht in die Toiletten reingehen. Vorsichtshalber. Hallo? Das war's? Ist da noch irgendwie was? Ich konnte scannen. Poltergeist. Jetzt konnten wir mal scannen, nice. Du der Poltergeist. Glaube ich ja nicht. Aber wie der auftaucht, ist schon cool gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Oh, guck mal, hier ist doch noch was, wisst ihr es doch? Ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist sehr cool gemacht, wie er auftaucht. Das kann man gar nicht bestreiten. Hey, wir können es auch so umlehnen. Upp, hallo? Hallo? Gut, dann gehen wir mal hier rein. Okay. Das hier dein Preis? Ist das? Einfach mal was mitnehmen können hier. So. Nett. Was zur Hölle haben Sie mit dem Ding angestellt?
angestellt, Mitchell. Okay. Klingt wie eine Werbung für Auntie Waffles. Tja, eigentlich war das keine Überbrückung an sich. Es war nur der Unterhaltungssequenzer des Operators. Sie klingen sonst immer so trostlos. Sie wissen, wie viele Sicherheitsprotokolle Sie gebrochen haben? Tja, Morgan meinte, es sei schon in Ordnung. Hat mir sogar geholfen. Okay. Ich bin Operator Skillet, Miss Jo. Sie klingen, als könnten Sie eine gesunde Portion Sanders Bananenpudding vertragen. Das ist eine vertrauliche Unterhaltung, Skillet. Entschuldigung, ich verschwinde dann mal. Aber schön, dass das Bild von ihm irgendwie anders ist. So, wir haben seine Sammelstimmproben. Achso, ne, jetzt. Okay, kocht das Sammel. So, hacken wir uns bei mir rein. Ja, ich würde gerne hier durch, Hilfe. Y. Bam, easy gehackt. So, wir zwei Mails. Der Code des Kraftlifts ist 26. Okay. Neuer Code. Vorstandsebene. Nice, okay, wo haben wir den Kunden? Ja, was war jetzt hier? Sollte ich mich vor irgendwas erschrecken haben? War hier nicht irgendwie noch ein Safe, den wir nicht öffnen konnten? Da, genau hier. Können wir den jetzt öffnen? Nö, schade. Na gut. Man kann es ja mal probieren, ne? Ist, wo bist du? Bist du noch da, Emu? Bist du noch am Leben? Ne? Ja. Was, wenn Emu zurückkommt? Lass ich Emu rein? Aber... Hallo? Was soll das denn jetzt heißen hier? Schon so nervig ist jetzt die ganzen Gefunden? Leute hier. Sind Sie wieder da? Kommen Sie zum Fenster, zeigen Sie es mir. Ja, habe ich gefunden, du Arschloch, du. Komm, komm, komm. Komm rein. Okay, sehr viel Blut. Können wir natürlich nicht reinschauen, oder? Hier ist aber auch nichts mehr gewesen, ne? Gut. So, also. Sie haben was gefunden? Ja. Ich muss sie reinlassen. Wie versprochen. Bitte werf mich. Außenrum. Der Nebeneingang. Okay, bitte friss mich jetzt nicht. Danke. Hilfe. Warten Sie. Moment. Ich geh. Oh, okay. Sie sind jetzt sicher. Oh, ein Fabrikator, nice. Die Bestien können nicht hinein. Aber sehen Sie mal. Ich sehe nichts. Wir haben Essen, aber kein Wasser. Dieser Druckregulator, er ist kaputt. System abgeschaltet bis Reparatur. Sie können ein Ersatzteil im Gewächshaus finden, glaube ich. Ha, das haben Mit wir Wasser also. Können wir auf Rettung warten, aber ohne Wasser. Wenn Sie das tun, lasse ich Sie in den Kühlraum. Da verstecke ich die Puppen, die die Bestie geschickt hat. Vielleicht haben die Nützliches? Emu, warum haben Sie das schon? Denken Sie etwa im Voraus? Ja, tue ich. Problem damit. Ich öffne den Kühlraum, wie versprochen. Aber schön, dass du da so interagiert hast. Viele tote Puppen und Vorräte. Schön, die rein. Okay. Wir führen nur das Geschäft des Fleisches. Hier drin ist es sicher. Wurde dir gesagt, so was aber fällt. Vielleicht haben die nützliche Sachen für sie. Oder vielleicht gibt es einen anderen Weg nach draußen. Dann nimm den mit. Vorsichtshalber. Okay. Ich vertraue ihm nicht so ganz. Ich speichere nochmal. What the fuck? Ich hab's doch gewusst. Ich hätte ihm nicht vertrauen sollen. Sind Sie wach, Emu?
eingefroren vielleicht? Ich nehme das Spielzeug von der Puppe. Ich sehe alle Namen auf einer Liste. Ihren auch. Von jetzt an hören Sie zu. Ich weiß, wer Sie sind. M.U. Oh, na klasse. Das können wir noch mitnehmen, oder? Das muss ich auch noch mitnehmen. Und das kann ich mitnehmen, dann essen wir einfach mal eben schnell was. Das haben wir dann ganz wenig. Das haben wir ganz wenig. Das haben wir zweimal. Was ist denn das hier? Zack, zack. Tochter von William Yu. William. Transtar. Spielt immer mit Leben. Jetzt schaue ich vielleicht zu, wie Bestien sie fressen. So wie sie mich verfüttern wollten, oder? Die Kälte tötet sie. Macht aus ihnen eine gefrorene Puppe. Ich bin noch in der Datenzentrale. Ich weiß nicht, warum du nicht rangehst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit. Wenn es schlimm wird, trenne ich einen Datenspeicher ab und laufe am Rumpf entlang. Komm zum Fitnessbereich und klopf ans Fenster beim Pool. Diese Erschütterung müsste ich spüren. Und Abby, bitte geh kein Risiko ein, ja? Ich... Pass auf dich auf. Oh. Sie denkt, ich wäre Abby. Ja, wo ist er hin? Haben Sie gerade das Ziel probiert? Wurde heute extra aufgebaut. Können wir hier nicht auffallen? So, sind wir wieder zurück. Kleine Unterbrechung. Was haben wir hier auch? So, hier können wir alles wieder nicht mitnehmen. Toll. Ach man, können wir noch irgendwie was machen hier? Was bist du denn? Was ist das denn? William Mitchells Tracking-Armband. Oh, okay. Das würde ich auch gerne mitnehmen, aber ich kann natürlich gerade nichts mitnehmen. Ist das hier? Stellt 5 Gesundheit wieder, ja. Dann essen wir dich einfach mal auf. Dann nehmen wir zumindest das Tracking-Armband mit. Wenn wir hier die Reste schon nicht mitnehmen können. Schön sind es, was er hier alles gemacht hat, ey. Also, kann ich die Tür auch noch öffnen hier? Alter, hier ist eine neue Waffe. Shit. Alles klar, hier ist einfach eine neue Waffe. Meine Neuromods. Wie viele Neuromods haben wir jetzt? Können wir vielleicht noch was Cooles skillen? Neuromods? 7 Stück haben wir, what the fuck. Alles klar, Waffending hier. Skillen. Das will ich auf jeden Fall jetzt haben. So, wunderbar. Dann können wir jetzt die Waffen-Upgrades investieren. Und zwar hier in die Shotgun will ich die investieren. Verbessern. Upgraden, ja danke. Upgraden, ja danke. Da haben wir Maximum Munitionskapazität erhöhen wir auch noch. Und das nochmal. Zack, wunderbar. Machen wir einfach so ein mega fettes. Machen wir die Shotgun auf 100%, ja. So. Gut, dass die auch abgehören. Dann machen wir viel Rückstoß auch weniger. Und zack. Waffennah haben wir freigeschaltet, nice. Jetzt haben wir die Shotgun voll upgraded, die können wir wahrscheinlich nicht upgraden, ne? Die könnten wir noch verbessern, die können wir noch nicht verbessern. Gut, können wir hier verbessern, die können wir verbessern, okay. Effektive Reichweite, oh, die Reichweite könnten wir erhöhen, aber wir upgraden nochmal die Pistole, würde ich sagen. Ups, so, verbessern. Dann, die Präzision erhöhen wir einfach mal. Zack, so, wunderbar. Aber leider haben wir keine Mods mehr. Weil wir haben hier eine neue Waffe. Nicht genug Platz. Wisst ihr, wir haben nicht genug Platz. Das können wir noch mitnehmen. Hier war doch noch. Können wir hier noch die Aalreste mitnehmen. Zumindest mal. So, weg damit. Ist hier sonst irgendwie was? Nee. Okay, die flimmernden Texturen der Aalreste. Wer kennt sie nicht, den Horrorfilm? Gut, hier, ich würde gerne die Kanone mitnehmen. Ich will die Kanone mitnehmen. Wie viel Platz brauchen wir denn noch so? Wir brauchen wahrscheinlich ein Ding, ne? Dann essen wir hier nochmal. So, essen wir dich einfach auf. Ach, du brauchst 4 Platz und du brauchst auch noch Munition. Die Munition können wir mitnehmen, ne? Ja, die Munition können wir mitnehmen. Du brauchst 4 Platz, okay. Dann essen wir dich einfach mal. So, und jetzt können wir dich mitnehmen. Nice, neue Waffe. Und
Wir können jetzt hier auch hier raus. So, hallo du. Ich fand es eher assi von dir und deinem Kollegen, was ihr gemacht habt mit mir. Aha. Recyclerfalle. Geh entschärfen. Es hatte hier sogar Bomben gesetzt, der miese Drecksack. Der Trendstar-Dreck geht nicht hoch. MU, vielleicht sehen Sie das? Vermeiden es? So, gucken wir mal eben hier. Ja, wir wollten uns ja Munition erstellen, ne? Wie viel haben wir denn jetzt munitionsmäßig? Wir haben jetzt erstmal nachladen. Okay. Alter, können wir jetzt schnell nachladen. Wir haben 30 Schuss für die Shotgun und. Ja gut, dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Munition hier. Können wir machen momentan. So. Danke. Dann nehme ich nochmal einmal Munition hierfür. Danke. Wieso kann ich die Munition nicht mitnehmen? Ach nö. Was ist das? Okay, dann ist das auch noch auf. So. Kannst du Munition mitnehmen? So, jetzt haben wir 105 Muni. Was brauchen wir denn hier für 3? Und dafür brauchen wir auch 3. Wir können auch mal gucken, was haben wir noch alles freigeschaltet. Waffen-Upgrades können wir auch noch kaum herstellen. Ach du Scheiße. Wir können Waffen-Upgrades herstellen. Dynamix, das brauchten wir doch, ne? Den Dynamix. Den stellen wir mal her. Oh, natürlich kein Platz jetzt. Ich voll Depp. Was haben wir denn hier? Ich habe eine Neuromod, ey. Eine einzige Neuromod. Wir können, was ist unser Anzug? Unser Anzug können wir reparieren. So, nehmen wir einfach das Ding hier. Zack. So, haben wir das auch. Gut, das können wir noch alles machen. Das können wir alles schon. Anzugreparatur, okay. Das heißt, herstellen können, krass. Gut. Ich bin auch kein Alien. So, ist der Koch hier irgendwo? Ja gut, wie auch immer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Haut rein. Ciao, ciao. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. I'm gonna rock you. Begging for mercy, oh, I'm dangerous, so dangerous, I'm dangerous, so dangerous. Baddest mother up in here, and I'm about to make it clear, it's going down like I told you. I'm the baddest mother up in here. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh. I'm about to come.
Cause here I come. I'm gonna rock you.